Husch, husch. Morgen, bist du bereit? Ins Wohnmobil. Seid ihr bereit? Ja. Los geht's, wir fahren in den Urlaub. Tschüssi, Mama. Tschüssi. Kommst du nach? Ja. Vielleicht. Okay. Nein, auf jeden Fall. Okay. Tschüss, Mami. Tschüss. Ja, Piratenschiff bereit. Und zwar machen wir morgen noch Inspektion unserer Vorluftfederung und verbinden es gleich noch mit einem Reifenwechsel. Ist ganz schön dunkel hier, gell? Reifenwechsel. Winterreifen runter, Sommerreifen drauf und wir müssen auch noch Gasprüfung machen. Das haben wir auch noch nicht gemacht gehabt. Das steht auch noch an. Und ja, und dann übernachten wir jetzt erstmal. Abendessen, schlafen, morgen Frühstück. Genau. Fertig machen und dann geht's morgen weiter. Geschichte. Geschichte vorlesen. Es war ein wunderschöner warmer Sommertag. Prinzessin Lilifee schmückte auf der Blumenwiese einen großen Weidenkorb. Um sie herum lagen ein Ball, eine Schaufel und zwei Hula-Hoop-Reifen. Gut, dass wir heute die Sommerreifen drauf machen lassen. Wer hätte denn gedacht, dass jetzt noch mal die Kältefront und der Winter einbricht? Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Ach Gott, nee, hier. Stromsäulen gibt es auf der einen Seite hier hinter mir auch. Sind so auch 10, 12 Plätze zum Strom einstecken. Wir stehen auf der Seite, an der es jetzt keine Stromsäule gibt, weil wir genug Batteriekapazität haben und den Rest ja über Gas machen. Und das, was ich hier auch immer gern mache, wenn ich hier vorbeifahre, dann gibt es ja da die Gasstation im perfekten Propan-Butan-Gemisch da. Und dann tanken wir gleich das Gas noch auf. Da hat sich das auch gleich noch gelohnt, was wir verbraucht haben jetzt gestern und heute. Ich mache das auch gern. Das ist so für mich so ein reiner Luxus irgendwie, mich hinzustellen, wenn ich jetzt zwei anderen gesehen habe, die gekommen sind, die dann erst noch gestern bei Regen ihre Kabeltrommel auspacken und Strom einstecken müssen und nasse Kabeltrommel haben und nasses Kabel haben. So kann man sich einfach hinstellen und muss nichts machen. Das genießen wir wirklich. Jetzt gibt es eine kleine Gassi-Runde hier im Schnee. Guck mal, wie da der Schnee ist. Wahnsinn! Eben auf der Treppenstufe waren bestimmt 2 Zentimeter Schnee gelegen, die ich gerade weggemacht habe von der Treppenstufe vom Wohnmobil. Und dann gucken wir mal, wie es heute läuft. Guten Appetit! Wir malen und wir holen die Sommerreifen ab. Sommerreifen ans Wohnmobil dran machen. Und wir inspizieren unsere Vorluftfederung hier bei Goldschmidt. Man könnte gerade meinen, wir sind ständig nur am Essen, oder? Ja. Ist es so? Ja. Oh Gott. Ich habe so verfressene Kinder. Wir sind in Neckarsulm. Und was machen wir hier, Mathis? Ins Schwimmbad gehen. Essen. Und wo ist das Schwimmbad? Da
da. Jawohl, da müssen wir nur darüber laufen. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Ja, das Schöne hier in Neckarsulm beim Aquatoll ist, dass man hier große Parkplätze hat, beziehungsweise ist es auch ausgeschildert als Wohnmobilstellplatz. Und man hat da hinten, sehe ich gerade von hier, sogar noch die Möglichkeit der Entsorgung. Ja, man muss direkt einfach nur die paar Meter darüber laufen. Jetzt hoffen wir nur, das Schwimmbad heute offen hat. Es sieht also dunkel aus da hinten bei unserem Glück. Ja, rumrennen. Rumrennen kann man hier, aber sein Abwasser entsorgen und man kriegt sogar Frischwasser. Ja, nicht drauf trinken, Finja, dann spült's. Frischwasser kriegt man und Frischwasser kriegt man. Naja, und wir haben jetzt noch Glück. Eben waren wir noch so ein bisschen im Schneesturm und jetzt tröpfelt es nur so ganz leicht. Und man kann hier direkt neben dem Stellplatz noch ein bisschen so einem parkähnlichen Gelände hier laufen. Das war direkt von der Lautstärke neben der Straße. Aber setz mal die Kapuze auf, kleiner Schlumpf. Ist natürlich jetzt nicht die schönste Jahreszeit zum Spaziergang, aber der Murphy braucht ja auch seine Bewegung, wenn wir gleich Spaß im Schwimmbad haben. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Nichts zu essen. Was hat dir am besten gefallen am Schwimmbad, Finja? Alles! Außerdem, die Jungs haben schwimmen gelernt und ich habe ganz viel herumgeplanscht und geschwimmt und gerutscht. Was hat dir am besten gefallen, Mathis? Die Rutschen. Und was hat dir am besten gefallen, Samuel? Die Rutschen und das Schwimmen. Die Finja hat mir Schwimmen beigebracht. Was hat dem Papa am besten gefallen? Alles! Dass es so einen tollen Piratenbereich gab, nur für Kinder, mit so einer Grotte, in die man reingehen konnte, wo es so kuschelig dunkel war. Und dass ich mich einfach so schön an den Rand auch zwischendrin setzen konnte und euch beim Rutschen zuschauen konnte, dass ihr es ganz allein in den Kinderbecken konntet. Papa. Und was hat mir noch gefallen? Mir hat noch gefallen, warte. Ah, wisst ihr, was mir noch gefallen hat? Was? Das Draußenbecken. Ja, das hat mir auch. Ja, mir auch. Denn was macht man Schöneres? Vielleicht sieht man es im Hintergrund bei uns hier. Hier hinter mir an der Scheibe. Es regnet nämlich. War ja klar, dass es die Woche regnet, wenn wir was unternehmen und mit dem Wohnmobil wegfahren. Und deshalb war das doch eine gute Idee, heute ins Schwimmbad zu gehen. Ja. Und das Tolle war wirklich dieses Draußenbecken. Das ist ja so toll, wenn es so schön warm ist. Und es regnet. Platsch, und mir hat noch gefallen, die Rutsche mit dem Wasserfall. Ja, die Rutsche mit dem Wasserfall war auch toll. Da bin ich immer durchgerutscht. Also da war für jeden heute was dabei und es war nicht ganz so voll. Das ging einigermaßen, gell? Das hat Spaß gemacht. Es ging. So. Murphy, was hast denn du gemacht eigentlich? Hast du die ganze Zeit gepufft? So. Wir fahren weiter. Prüfe und Tue. Wir fahren weiter. Nächste Station. Mal gucken, wo wir übernachten. Hihi. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And so, was wollte ich sagen? Wir sind angekommen in, wo sind wir angekommen? In Bad Rappenau auf einem Wohnmobilstellplatz. Direkt hier, ich glaube, in der Nähe von so einer Kuranlage. Denn da hinten, das wollen wir uns mal anschauen gehen, morgen dann. Wie nennt man das? Das nennt sich Salinen da hinten. Und dann gucken wir mal, ob sie auch wirklich gut riecht. Ob die Luft hier gut ist.
Ja, wir haben jetzt festgestellt, dass man, um die Nacht zu bezahlen, sich irgendwo anmelden muss. Und dafür müssen wir ein Stückchen laufen erstmal. Sowas kann ich ja gar nicht leiden. Also, kann man da nicht irgendwie einen Automaten hinmachen oder so? Kann jetzt nicht sein, dass ich erst einen halben Kilometer laufen muss, um die 10 Stunden hier zu bezahlen. Also manchmal wundert man sich ja doch, was es alles gibt. Ja, und nicht falsch verstehen, wir gehen ja gerne spazieren, gell? Aber wir waren ja gerade Gassi und sind vorher extra spazieren gegangen, damit wir uns jetzt einfach hinstellen können und uns hier fertig machen können und nicht, dass wir nach dem Spaziergang nochmal einen Spaziergang machen. Darum geht's nur. Kuckuck, noch ein Spaziergang. Aber die sind ja auch noch nicht ausgelastet, haben wir noch nicht genug gemacht heute. Ja, Kuckuck. Also, ne, haben noch Spaß hier. Wir wissen gar nicht, wo es lang geht zu bezahlen. Eieiei. Also, jetzt haben wir den nächsten tollen Punkt. Hunde sind verboten, dürfen aber bis zum Haltepunkt Kurpark an der roten Linie mitgeführt werden. Hier. Jetzt sind wir hier, müssen aber ein paar Meter hier lang gehen, um dann dahin zu kommen, wo wir uns auch anmelden müssen. Aber an der Stelle darf ich den Hund nicht mitnehmen. Jetzt muss ich also die Strecke wieder zurücklaufen, den Hund wieder abgeben, um dann hier wieder herzulaufen, den Hund im Wohnmobil zu lassen und dann wieder hier zum Bezahlen zu gehen. Ich werde, sowas kann ich ja richtig leiden. Dann krieg ich doch zu viel, oder? Nein, ich mach's anders. Ich laufe auf der roten Linie entlang, dann darf man doch bestimmt nicht ins grüne Parkgelände und dann darf man da nach links gehen, in die Straße rein, hoffe ich doch. Wieso soll ich hier mit dem Hund nicht langlaufen dürfen? Autos, dürfen sogar Autos langfahren. 1000 Euro sind doch für mich kein Problem. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling. Riecht gut. Riecht's gut? Ja! Ganz, ganz frisch riecht es, oder? Ich hab gedacht, mit vielen Stöcken. Tausende, Millionen. Wir haben unseren Spaziergang beendet und sind ohne Wohnmobilparkticket wieder zurückgekommen. Wir sind da also jetzt einen halben Kilometer hingelaufen und dann hat mir die Frau an der Kasse einen DIN A4 Bogen in die Hand gedrückt, in das ich kästchenweise in Druckbuchstaben schön geschrieben meine Daten komplett ausfüllen soll. Dafür, dass ich jetzt die Nacht hier stehen darf und das Geld abgeben kann. Ich habe sie gefragt, ob es nicht möglich wäre, einfach hier mal in Zukunft vielleicht ein Parkautomaten hinzustellen, um einfach ein Ticket zu stellen, um dann nicht eine DIN A4 Seite sein ganzes Zeug auszufüllen. Ah, Leute, da fehlen mir echt die Worte. Wohnmobilstellplatz Weinbrennerstraße. Ja, da muss man sich fernhalten von sowas. Das ist alles hier so Kurgebiet und alles schickimicki und Salinen und sonst was. Und das ist auch, wer einen Hund hat, ach Gott, kommt ja bloß mit Hund vorbei. Also es sind genau rot gekennzeichnete Wege, dass man bloß mit seinem Hund nicht auch ansatzweise einen Grünzipfel von der Wiese erwischt hier im Gebiet. Ist gerechtfertigt, dass man hier seine Ruhe wahrscheinlich hat, dass man nicht von bellenden Hunden gestört wird. Das ist ja alles Erholungsruhegebiet, alles nachvollziehbar. Aber nur als Hinweis für die Hundebesitzer sind, also hier nicht unbedingt hinfahren. Das ist jetzt nicht das Sinnvolle. Ey, du hast nie. Ja, ansonsten habe ich kein Problem, irgendwo hinzulaufen. Aber das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, wir fahren weiter. Finden woanders einen Stellplatz. Macht's gut. Bis zum nächsten Stellplatz. Hast du schon ausgetrunken? Ja. Ist ja der Wahnsinn. Habe ich doch gerade erst eingegossen. Wollt ihr nochmal was haben? Wir sind gestern noch gut aus Bad Rappenau rausgekommen, nachdem wir da auf dem Wohnmobilstellplatz doch nicht geblieben sind. Sind wir noch ein Stückchen weitergefahren und sind dann ganz spontan auf einem Wanderparkplatz gelandet und haben gedacht, ach Gott, hier ist so schön, hier gefällt es uns so gut und wir sind alle so müde. Und bevor uns der Schlaf abends überfällt, gehen wir noch kurz hier, ich mit Murphy raus nochmal, war ja dann schon ein bisschen später und haben einen
Haierchen gemacht. Oder? Ja. Und war es ruhig hier heute Nacht? Ja. Ja, ja, manchmal sind doch die überraschenden, spontanen, wie heißt der Spruch? Vöglein. Nein, Vöglein heißt der Spruch nicht. Nein, wie heißt das Hashtag-Ding da? Home is where you park it. Ja, das hat doch diesmal perfekt gepasst. Und jetzt heute, eigentlich waren wir auf dem Weg von unserem Aquatoll-Schwimmbad-Ausflug Richtung Sinsheim. Dann fahren wir heute Richtung, beziehungsweise nach Sinsheim, ins Technikmuseum. Und Mami kommt nach, so wie es aussieht, so wie es geplant ist, und gehen da in einen ganz spannenden Kinobeitrag.